Hallo und herzlich willkommen zurück zu King's Quest. Nun schauen wir mal, ob wir der Lösung auf die Spur kommen. Ich habe zwar immer noch keine neuen Ideen, aber wenn wir ein wenig herumschauen, werden wir schon irgendetwas finden. Wir brauchen jedenfalls immer noch diesen dummen Kürbis hier zu richten, aber da verscheuchen uns da unsere Tiere. Also brauchen wir irgendetwas, um diese Tiere zu vertreiben. Ich weiß nur noch nicht genau was. Hier glaube ich, gab es nichts. Wo immer ihr euch halt. Da rennt nur der verrückte Ritter rum. Gehen wir wieder in diese Richtung. Okay, zum Dorf wollen wir nicht. Gehen wir nochmal hier lang. Hoch oder runter? Ich weiß es nicht. Irgendwas im Busch. All die neuen Rekruten machen mich ganz sentimental. Hey, hörst du überhaupt zu? Verzeihung, ich war in Gedanken. Pardon. Hier können wir nicht lang. Was ist denn in diesem Busch? Sind wir jetzt von hier lang? Ja, hier sind wir hergekommen. Es gibt so viele Abzweigungen. Okay, hier ist er. Hier sind die ganzen Glocken. Jetzt wieder rechts oder links. Das hier die Frage. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Das ist neu. Au. Eine bemerkenswerte Falle. Ich will das Fleisch. Nee, wir haben das Fleisch. Was ist das hier? Ah, Zuckerpilze. Was bringen uns die? Man weiß es nicht. Geht hier noch weiter? Sieht fast so aus. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas looten können. Don't turn right. Gehen wir einfach mal lang. Sternbeeren umrahmten eine friedliche Aussicht. Es störte nur der Bienenstock. Liebste, du bist mein Ein und Alles. Ich habe kein Geld für einen Ring, doch ich kann nicht mehr warten. Willst du auf ewig die meine sein? Ich leg ihn besser zurück. Oh, ein Liebesbrief. Kann ich hier noch irgendwas machen? Bienen! Die Bienen sind schlecht. Ich verdarb den Bienen den Tag und auch das Mahl. Ich hob mir die Beeren auf, obwohl ich große Lust auf einen Snack hatte. Okay, das kann ich schon mal nicht anfassen. Wo geht's hier noch lang? Das Areal ist hier, ist aber auch riesig. Hier fehlt wieder das Mundstück. Hier rechts waren wir, geradeaus waren wir. Und wieder hochklettern? Nö. Dann können wir hier noch geradeaus. Okay, da hockt der andere. Sorge dich nicht. Die Wetzel werden jeden Moment eintreffen, Prinzessin Madeline. Okay. Das ist ein Seil oder was ist das? Thank you.
Ich war nicht immer so ein Meisterbogenschütze wie jetzt. Wie wurdest du's? Dazu kommen wir noch. Ich kann nur in diesem Bereich schießen. Das funktioniert nicht. Wo muss ich hin? In die dunkle Höhle. Und da bleibe. Du bist einfach in eine dunkle Höhle voller Wetzelwölfe spaziert? Lass mich nachdenken. Nein, so hohl war ich nicht. Doch, so hohl war ich. Kein Essen, anlocken. Kein Essen verschwenden. Nee. Die sparte da gar kein... Da war kein... Das ist doch... Okay. Geldverschwendung. Hier kann ich schon mal nichts anfangen. Schauen wir mal hier weiter. Hier rechts. Wo ging's nochmal links hin? Gehen wir uns rechts von der Königsstatue, sind lauter crazy Sachen. Okay, hier kommen wir wieder zum Dorf zurück. Oder zur Stadt. Oder zur Burg. Je nachdem, wie man es nennen will. Vielleicht können wir hier. Scheint zu funktionieren. Igitt! Ach, wie komme ich jetzt an sein Auge? Ich erinnere mich noch an mein erstes Untierauge. Ja. Es war von einer dieser fiesen Hydras. Die hat. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich habe hier überhaupt keine Orientierung, was wohin geht. Schauen wir mal, ob wir vielleicht... Ob die Eichhörnchen sich daran erinnern? Die Eichhörnchen erinnern sich ganz sicher daran. Ja, ich bin so klug. So, den können wir jetzt endlich in der Stadt abgeben. In diesen Zauberladen. Und rein. Eine glänzende Goldmünze. Und die wundervolle Blauflammlaterne gehört dir. Du hast also mit deiner Münze die Laterne gekauft? Ja, ich dachte, die Laterne könnte mir den Weg zu meinem Auge weisen. Danke, Herzchen. Und hier ist deine Kürbislaterne samt schimmernder Blauflammkerze. Eignet sich prima zum Tunken. Tunk ihn ruhig ein. Klar. Purpur. So, tata. Bitte sehr, Junge. Die Frage ist, ob uns das jetzt was bringt. Was haben wir jetzt hier so? Eine purpurne Laterne mit einer blauen Kerze. Ups. Vielleicht bringt uns das in dieser Höhle was, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vor allem, wie sollen wir daraus an Dings kommen, an ein Auge. Ich hätte doch den Dachs behalten sollen. So, wieder an der Statue vorbei.
war oben, oder? Ja, hier ist sie. So, schauen wir mal. Hey, das sind meine Augen! Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Ja, was machen wir jetzt mit diesem Kürbis? Das ist die Frage. Vor allem, wie komme ich da runter? Jetzt ist der Typ nicht mehr da. Ich probiere nochmal mein Glück. Gleiches Trauerspiel wie vorher. Wie kommen wir hier weiter? Das ist die Frage. Ich habe noch nicht wirklich so eine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen. Und können wir auch nichts mehr machen, oder? Nee, hier haben wir das Fleisch hier. Aber wo müssen wir jetzt mit dieser fucking Laterne hin? Das ist die Frage. Ich will hier jetzt auch nicht dumm herumirren. Das ist die Frage. Der eine Typ ist auch weg, der hier mal war. Wo kommen wir hier nochmal hin? Ich weiß es nicht. Obwohl ich vorher gerade hier lang gelaufen bin. Okay, das war das mit dem Fröschen. Oder soll der Kürbis schon wie ein Auge aussehen? So, ich muss noch den Weg wieder zum Turnier finden, damit ich mal nachgucken kann, ob das funktioniert. Stifte, glaube ich, in diese Richtung sein. Holen wir mal wieder die Wölfe rein. Wolfies, hier rein. Aber war das der richtige Weg? Ja, keine Ahnung. Hier bräuchten wir irgendwas zum Durchwechseln. Das wäre, glaube ich, von der einen Erfinderin der Wut. Habe ich das Fleisch noch? Ja, ja. Hier bin ich falsch. Hier bin ich falsch, oder? Das ist hier falsch. Laufe durch den Wald, mein junger, friedvoller Sohn. Du wirst das schon machen. Schnell wieder in die Stadt. Ging's noch mal zum Turnierplatz. War doch nun mal gar nicht so schwer. Ich habe keine Ahnung. Ich renne hier einfach random herum.
wohin mich meine Füße tragen. Rechts waren es nicht und links komme ich wieder zum Dorf. Also kann ich die beiden Sachen schon mal ausschließen. Genau. Das habe ich schon mal verstanden. Müssen wir definitiv irgendwo lang. Wie komme ich zu den Fröschen? Okay, dann klauen wir einfach mal das Ding hier. Damit können wir Sachen bekommen, die weit oben hängen. Wie ging's denn nochmal zum Turnierplatz? Random komme ich immer hin, aber ich konnte mir noch nicht merken, wie. Ah, da! Ich komme wieder rüber. Bist du im Besitz eines Auges? Probieren wir es mal. Ich bin bereit für die Präsentation. Ich bringe das Auge eines der scheußlichsten Untiere. Wow, der schnaufende Snarlachs. Dieses feurige Purpur. Hier entlang, gut gemacht. An die tapferen Seelen, die noch unter uns weilen. Willkommen zurück. Ihr habt vielleicht einige Miesepeter im Königreich kreischen hören. Das Turnier wäre brutal und unmoralisch. Doch abgesehen von Proklamationen und Addenda war das schon immer die Art von Daventry. Und das wird sich auch niemals ändern. Nun, Ritter in Spe, wenn ihr so freundlich wärt, uns eure Augen zu präsentieren. Oh, halt still! Es war doch der zweäugige schnaufende Snarlachs mit 6 Beinen, 3 Klauen und einem Zahn. Ich habe von einer seltenen dreieugigen Art gehört. Das hast du dir doch ausgedacht. Mein Onkel kennt einen fünfäugigen. Glückwunsch. Wir akzeptieren offiziell alle präsentierten Augen. Wir sehen uns bei den Duellen. Nimm das und das. Oh. Sir Springensfeld. Na? Bist du überrascht, dass ich beim Stofftierturnier antrete? Weißt du was? Ich schreibe wirklich meine eigenen Geschichten. Ich setze da an, wo mein letztes Buch aufgehört hat. Es hieß 31 Wege zur Monsterbeseitigung. Überraschung, Sir Springensfeld! Nicht der Hase! Oh, Gwendolyn! Tut mir leid, Oma. Oh, ich mach das schon, Schätzchen. Ich wollte dir nur sagen, dass dein Großvater dich erwartet. Also lauf und erlebe ein paar Abenteuer. Nur möglichst nicht mehr in der Nähe meiner Glasvasen. Bitte. Nun ist die Zeit für meinen Lieblingsteil des Turniers gekommen. Die Duelle. Ihr werdet euch in einem Kraft- und einem Tempoduell messen. Die Gewinner erwartet ein finales Duell des Scharfsinns. Eure Gegner wurden alle ausgelost, also keine Beschwerden. Das gilt auch für euch, Whisper. Bei einem Unentschieden kommt es zum Ausscheidungsprinzip. Der Sieger hat den Ritterposten. Das Kraftduell findet auf unserer spektakulären, schwebenden Insel statt. Und vergesst nicht, euer Ross zum Tempoduell in die Arena mitzubringen. Man enthülle die Turniertafel. Ich bleibe hier, um Fragen zu beantworten. Viel Glück! Und, bevor ich vergesse. Hat jemand den Ritter mit Bogen gesehen? Er ist sicher wieder nach Hause gegangen. Er hat mir erzählt, dass er große Sehnsucht nach seiner Familie hat. Whisper sah ihn auf den dunklen Brunnen zugehen. Proklamation 463737134673787377633.1,5 besagt, dass jeder Ritter, der sich zurückzieht, das Rücktrittsformular auf der Rückseite seines Porträts unterzeichnen muss. Es gab da schon Probleme. Gibt es Freiwillige, um seine Unterschrift einzuholen? Sehr gut, danke, Junge. Hier ist sein Porträt. Er soll bitte baldmöglichst unterzeichnen. Falls du noch Fragen hast, wende dich jederzeit an mich. Lass die Duelle beginnen!
Okay. Ja, aber wo soll der jetzt sein? Ja. Wisst ihr, wo Achaka ist? Ja, wir brauchen eine Erklärung von ihm, dass er freiwillig aus dem Turnier ausgeschieden ist. Das letzte Mal wurde er gesehen, als er zum alten Brunnen vor der Stadt wollte. Wir Gardisten haben leider alle Hände voll zu tun. Wiedersehen. Tschüsschen. Wo stehe ich hier eigentlich? Graham vs. Arkorn. Ein Kraftduell. Die vor der Stadt. Also da, wo ich vorhin aus Versehen hingerannt bin. In die genau andere Richtung. Ja, wo ist da ein fucking Brunnen? Das ist hier die Frage. Dunkler Brunnen vor der Stadt. Ich hoffe, die meinen diese Richtung. Da ist der dunkle Brunnen. Eine Hecke aus stacheligem Dorngras versperrte den Weg zum Brunnen. Der Brunnen mit dem gigariesigen Drachen? Vielleicht. Ich muss hier durch. Die Frage ist nur wie. Ich glaube, da brauche ich Hilfe von dieser einen Dame. Schauen wir mal, ob wir ihren Dingsbums bekommen. Die Gardisten haben darüber getratscht, dass du einen Dachs trainierst, um Eichhörnchen zu verscheuchen. Seltsamer Plan. Ist das nicht eher was für kleine Mädchen? Ein Jammer. Du hast so viel Potenzial. Hallo. Auf bald! Vergiss, was alle sagen. Das Schwert ist mächtiger als die Feder. Hände weg vom Brösler! Außer du hast 50 Goldmünzen für einen Arbeitsauftrag. Glaube ich nicht. Da wo bekomme ich 50 Goldmünzen her? Du kannst einen Arbeitsauftrag erteilen, um etwas zu heben, zu fällen oder zu zerbröseln. Der Brösler kümmert sich dann darum. Ich bräuchte... Hände weg vom Brösler! Außer du hast 50 Goldmünzen für einen Arbeitsauftrag. Das habe ich leider nicht. Aber ich brauche was. Hände weg, Graham, oder du bist es, der ein Auge verliert. Was darf es denn sein? Habt ihr einen Rat für einen angehenden Ritter? Wir brauchen einen tapferen Ritter in Daventry. Einen, der sich nicht um neue Regeln und Politik schert. Und unsere Grenzen vor Feinden schützt. Wir brauchen einen Ritter, der Drachen abwehrt. Was ich fragen wollte... Wofür ist dieses Schwert? Für den Kampf gegen Werbären? Hat es Eisorks niedergestreckt? Ist es überhaupt zugelassen? Ist es aus Furcht geschmiedet? Ach das? Das ist für die Gartenarbeit. Ich stutze meine Hecke damit. Aber da alles erledigt ist und meine Petunien in voller Blüte stehen, bin ich bereit, mich davon zu trennen. Und das nur für eine Goldmünze. Damit kannst du sicher jede stachelige Situation lösen. Auf bald! Zeig es der Welt. Ich habe aber keine mehr. Ich weiß. Gute Idee, Gwendolyn. Ich tat jedoch etwas anderes. Da war keine Glocke. Viel zu süß für meinen Geschmack. Obst. Was soll ich damit bitte? Jemanden bewerfen? Lauf ja nicht herum und piekse alles Mögliche damit.
Da war keine Glocke nötig. Viel zu süß für meinen Geschmack. Wie bekomme ich an die Goldmünze? Das ist die Frage. Trödeln ist der beste Weg, sich zu langweilen. Mach hin, Junge. Wo muss ich jetzt hin? Folge deinem Bauch und suche das Abenteuer. Okay, ich folge meinem Bauch. Vielleicht holen wir erstmal unser Reittier oder schauen nochmal, ob es da neue Aktionen gibt. Hey, wake up. Hey, wake up. Oh, das war irgendwo hier rechts. Stimmt, da oben war's. Warum funktioniert das nicht? Ich habe echt wieder keine Ahnung, wo ich lang muss. Bin am Überlegen, aber mir fällt noch nichts Gutes ein. Hier weitergehen könnte. Hier einfach verwirrt herum. Naja, überlegen wir uns eine Lösung im nächsten Part oder schauen wir uns vorher noch diese Statue an, vielleicht gibt's hier eine Lösung. Wie war König Edward? Ein großzügiger Mann. Wäre er nicht gewesen, würden wir hier nicht sitzen. Er vertraute mir seine letzte Bitte an, da er wusste, dass mich kein Abenteuer abschrecken konnte. Komisch, dass du mal nicht König warst. So, ja. Dann verabschiede ich mich für diesen Part und ich hoffe, im nächsten Part finden wir einen Weg, wie wir zu diesem Brunnen kommen. Also bis zum nächsten Mal. Tschaußen.